Und jetzt sagen Sie mal, das Auto steht mir nicht. Die Begeisterung für außergewöhnliche Fahrzeuge merkt man den Mitarbeitern des neuen Premium-Showrooms der Mollgruppe am Seestern an. Geschäftsführer Klaus Zervas verkörpert diese Leidenschaft durch und durch. Wenn man, wie ich jetzt, über 30, fast 40 Jahre in der Autobranche tätig ist, dann begeistert mich das auch immer wieder, dass ich mich für ein Auto begeistern kann. Auch die Freunde der Marke Land Rover kommen bei drei repräsentativen Showräumen auf 4.300 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf ihre Kosten. Besonders der kleinste Sprössling der SUV-Familie, der Evoque, hat es den Düsseldorfer Kunden angetan. Wir haben ein Fahrzeug, was von der Länge her sehr schön kompakt gehalten ist. Das heißt, gerade für uns in der Stadt, in Düsseldorf, haben wir da nicht die Probleme, dass wir mit dem Parken Probleme haben. Neben seinem leistungsstarken und athletischen Aussehen begeistern auch seine Fahreigenschaften. Ach, spitze. Wirklich schön. Können Sie gerne ausprobieren. Fährt sich wunderschön. Wir haben Motorvarianten zwischen 150 und 240 PS. Wahnsinn. Schönes Ding. Der größte Land Rover-Händler Deutschlands sitzt seit Mitte 2014 am Seestern und hat viel investiert. Zum Beispiel in mehr Kundenparkplätze oder eine neue Direktannahme. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Und wir sind auch stolz auf die Entwicklung dieses Standortes. Wir haben hier vor gut einem Jahr begonnen. Das war im Juni 2014. Und in diesem Jahr hat die Entwicklung, insbesondere im Verkauf und auch im Service, unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Wir sind mittlerweile hier stärkster Land Rover-Händler in Deutschland geworden. Das macht sich fest an den absoluten Verkaufszahlen. Man muss aber auch sagen, dass Düsseldorf neben anderen großen Städten wie Hamburg und München eine absolute Range Rover-Stadt ist. Ob Raubkatze oder Offroad, Fans englischer Automobile finden hier das Richtige.